Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley mit Anton und mir, Felix. In dieser Folge, keine Ahnung, was machen wir in dieser Folge? Ach, Herbst ist ja schon wieder. Hallo. Zum Beispiel würde Mani ihren Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Amaranth, lecker, lecker. Keine Ahnung, ich Ist ja ein weiß gar Amaranth. nicht, was Amaranth ist. Ich habe auch keine Ahnung. So, Entschuldigung, ich bin immer noch leicht erkältet, deswegen kann es sein, dass ich mich mal räuspern muss. Das hört sich dann auch nicht mehr so an. Aber das war es dann auch schon. So, hier erstmal meine Eier sortieren, ne, nach Größe. So, ich habe jetzt 3 Goldbarren. So, und dann machen wir mal hier die Nicht-Gold-Eier schön zu Mayonnaise. Dann haben wir hier noch weitere Eier drin. Boah, wir haben da noch mehr Eier. Wir brauchen unbedingt eine Eiermaschine. Also nochmal so eine Eiermaschine. Und stimmt, wir haben ja in der letzten Folge in der Höhle so richtig viele Sachen gefunden. Die können wir jetzt alle mal bei dem Dings da spenden. Mann, ich komm nicht mal raus. Doch, jetzt Haben geht's. wir das nicht schon? Nee, ich habe die gerade alle beim Inventar gefunden. Aber warum Ach ist denn so. das hier unten draußen? Bei mir ist es in der Aufnahme auch abgehakt. Ja, Tatsache. Hä? Ja, bei mir ist mein Overlay leicht abgehakt. Also, ich habe unten so einen kleinen Rand. Hä? Okay. Ja, ich hatte eben das so durchs Ranzoomen oder so, keine Ahnung. Ach, Zoom muss man verändern. Stimmt, das war's. Hatte ich rechts am Rand so einen schwarzen Balken und ich konnte gar nicht das ganze Bild sehen. Und zwar nie halt wirklich auch. Jetzt habe ich es richtig. Naja, Warte kurz, jetzt gucken wir OBS, funktioniert. ob sich da irgendwie verändert hat. Ne, alles perfekt. Alles tippitoppi. Toppi-tippi. So, da bin ich wieder und jetzt geht's los. Was Machst du das wollten Feld wir in denn der Zeit? machen? Ja, stimmt, man muss es ja noch gießen. Muss man ja noch gießen. Wir können auch jetzt erstmal unten nochmal in die Mine gehen, nochmal Gold schürfen gehen. Wir haben da ja irgendwie eine Ebene gefunden, glaube ich. Da hatten wir relativ viel Gold. Wenn ich mich recht erinnere, heute ist eben Mittwoch, verkaufen können wir heute nicht. Mann. Na, außer einer Kiste. Ja. Von daher. Hallo, ihr kleinen Schweinchen. Meine natürlich hier Äpfel. So, hier war das doch, oder? Was denn für eine Musik heute? Genau. Ach ja, Herbstmusik, stimmt. Das kommt da rein. Oh, haben wir da vielleicht sogar alles? Das kommt nicht da rein. Aber das kann man da rein machen. Granatapfel. Was ist denn das da? Aprikose. Wir haben ja irgendwas gepflanzt, ne? Was war denn das? Käse können wir hier später noch reinpacken. Aubergine hatten wir nicht gepflanzt, ist Das ja nicht kann dann Kürbisse, nicht rein. glaube ich. Doch, Kürbisse müssten wir gepflanzt haben. Hä, nein, doch nicht in. So, ich meine natürlich hier an Bäumen. Ach so, Sorry, ich habe mich gerade. Aprikose. Ne, ich habe mich gerade sehr schlecht ausgedrückt. Aprikose und Orange haben wir, glaube ich, schon. Ah, sehr gut. Okay, das ist es nicht. Ah, ich kriege gerade einen Krampf in der. Au! In der Hand. Hahaha. Ah, und eine Haselnuss fehlt hier noch, dann haben wir hier das Herbstsammeldings da komplett. So ist das geil. Wie kriegen wir denn eine Haselnuss? Die müsste irgendwo draußen rumliegen einfach. Also da müssen wir einfach draußen rumrennen. Der Granatapfel war, glaube ich, jetzt hier für den Hier unten gibt es Zauberer dann ja auch irgendwie, ne? Pilze, Ja, wie hier. cool. Ah nee, den habe ich ja weggepackt, scheiße. Die Äpfel, Stroh, Weizen, irgendwie so aus dem Dreh. Der, was ich dabei habe. Hier ist auch nichts für mich. Und hier haben wir auch nichts. Okay. So, Haselnuss, hallo. Da finde ich ja jetzt zufälligerweise eine. War es eine Haselnuss? Ich glaube, es war eine Haselnuss. Brauchen wir noch irgendwas hier von den Eiern oder so? Also eine Eiermachmaschine wäre, also Mayonnaise-Maschine wäre ganz geil, wenn du Nee, das aber. meinst. Okay, wir brauchen. Nö, sowas brauchen wir nicht. Große Milch bräuchten wir, wenn dann. Ziegenmilch oder Ach so, Wolle meinst noch. du das bei dem Na schade, wir haben hier nichts mehr. Bei dem Dingens da. Ich dachte, du meinst jetzt allgemein, was wir auf dem Hof brauchen könnten.
Um welcher Ebene war das Gold nochmal? Ich glaube ganz unten, wo wir gerade waren, ne? Dann würden wir mal ein Ja. bisschen Gold ranholen gehen, nach Möglichkeit. Da, wo wir eventuell nicht mehr hin können. Weil du gestorben bist, stimmt ja. Ich erinnere, ja, wir sind bei Folge, bei Etage 73. 75, glaube ich. Ja, muss 75 sein. Ich glaube, wir sollten so für den Winter mal auch ein bisschen Gras wieder absensen, dann. Haben wir eigentlich 400 von? Wenn wir sammeln so. Voll, oder? Keine Ahnung. Ah, fuck you! Oha! Danke. Danke schnell. Flashen? Oh, nee, nicht nötig. Alpha Strike hat gereicht. Alpha Strike nach 10.000 Schlägen. Oh, ich will jetzt aber nicht in der Mine alleine rumrennen. Kommst du mit? Bin gleich da. Oder kommen gleich Ha! auch vorbei. Jetzt Nächste ist es. Etage schon gefunden. Ich bin jetzt gerade eine Etage hoch. Ich würde dann gleich eher mitfighten, weil ich nicht mehr so viel Energie habe. Dann geh erstmal schlafen. Wir haben es eh gerade erst 4 Uhr. Ich wünschte, heute wäre es 4 Uhr nur erst. Mein Hals ist gerade ein bisschen. Wenn man mich räuspern muss. Mein Inventar nicht leer gemacht, fällt mir gerade auf. Da halten. Noch irgendwie mehr Zeug zum Abbauen, was ich lohne. Und könnte ich mir den Folgen hier vorstellen. Zweite Ente ranholen. Entenfedern haben wir auch noch gar nicht. Die sind doch super selten, glaube ich. Hä, jetzt trifft's doch mal. Boah. Ey, wenn es am Ende. Ich fuck doch, bis diese kleinen Kohlebrocken da oben. Wenn da unten drunter jetzt die Leiter spawnt. Marino. Da endlich. Oh, hier schon die nächste Leiter. Das ist Eisen, nehmt das noch mit. Ah! Oh Gott. Nie machen sollen. Oh, wo war denn hier nochmal die Treppe? Oh, verdammt. Ich bin jetzt in dem Lab. Der war gleich relativ weit am Anfang. Ne? Boah, ah. Ah, ja, Anteil. Ich bin gerade ein bisschen busy. Oh ja, das braucht sie noch, was ich gerade gesagt habe. Ich bin jetzt einfach auch so. War die nicht irgendwie hier die Leiter direkt? Irgendwie so? Nein. No. Ich glaube, das wäre unterschiedlich. Weiß ich nicht. Die Level hier? Okay, dann geht der sich mal das dritte Eisen ab. Oh, weil das nicht mehr noch. War die Leiter einfach schon, oder ist die Leiter? Ja, ich komm auch gleich runter, ich bin jetzt einsam. Oh, die Etage hier sollte man schaffen. Aber es ist ein bisschen länger. Nein, richtig geschlagen bei der LC. Du hast ein gutes Schwert, oder? Ja, hab ich mir gekauft. Oh, was? Ich hatte ja gar nichts mehr. Ich hätte noch ein paar Messer gehabt. Ja, die sind aber nicht gut. Da will mein ich Schwert ist auch nicht gut, Alter. Mein Schwert ist richtig bad. Mein Schwert hat 4 bis 8 Schaden. Muss mal sicher gehen. Wie viel Schaden machen dein Schwert wenigstens? 15 irgendwie oder so. Oh, meins 4 bis 8. Also es macht halt 9 bis 17 Schaden und hat plus 2 Geschwindigkeit.
würde den Kollegen mal kurz. Ich muss kurz was für mich reinhauen. Aua. Hör, ich bin einfach weg. Gewürzbeere essen, yo. Eine Karte, Karotte. Aha! Okay, nee. Was am Essen. Ah. Oh. Sehr schön. Ich fress die Karotte trotzdem nochmal schnell. Lecker, lecker. Angriff! Oh, schön. Wenn hier mit der Sense lang geht, kann man dann nicht. Schon ein bisschen für Grundzeug. Ach ja, was wir mal mitnehmen wollten? Bomben. Was ist da ein? Wie sieht's ausdauertechnisch bei dir aus? Energie habe ich viel, Leben ist nur noch zu einem Drittel da. Okay, bei mir ist genau anders. Ah, hier. Gold gefunden, ja. Aber dann baust du das Gold ab und ich falte dich wieder hier. Aber waren die nicht so übertrieben stark, oder sind Diamanten? Ah, und dann. Hier ist Gold, Alter, dafür müssen wir doch hier. Komm hier hoch. Oh, ja, hier ist auch Gold nochmal. Boah, Alter, ich bin jetzt richtig im Haar. Boah, machen die einen Schaden. Machen die einen Schaden. Oh Gott, ich bin gleich tot. Alter. Das war aber ein bisschen knapp gerade. Bitte lass mich nächstes Mal nicht mehr alleine. Boah, da muss... Boah, wo ist denn die Gold, bitte? Ich hab schon abgebaut und da hinten ist viel Gold. Oh, hallo, ich seh's. Falten übernehmen, ne? Du hast das Schwert. Boah, ich hab hier irgendeinen Rubin gekriegt. Ja, war wirklich ein Rubin. Gut. Also, dann hol ich mir das Gold oben. Okay, dann lassen wir jetzt nach Hause gehen. Das Save, was wir haben. Boah, ich hab keinen Platz mehr. Irgendwas essen schnell mal. Knüppel bekommen. Was für Schaden macht er? 18 bis 27 Schaden. Easy. Ich hab kein Problem. Lass uns nach Hause gehen. Ich hab jetzt 1 Uhr. Ich will hier aber eigentlich noch eine Etage runter. Na gut. Oh, ich hab eine Etage drunter gefunden. Aber... Aber ich kann, also naja, ich suche jetzt nicht noch das nächste, weil sonst penne ich da unten ein. Spenden? Ich zieh mal was ins Paket, aber mal schnell ein paar Sachen rein, die ich gefunden habe. Oh oh, es wird knapp. Ich gehe schnell einfach bei dir pennen. Ah, es geht. Hallo Fabian. Und Anton, renn. Oh, es ist aber auch 2 geworden gerade. Ich weiß gerade nicht, ob es gezählt hat. Oh, das ist die Mayo, die du hattest verkauft. Ich hatte meine Mayo vergessen zu verkaufen. Oh, immerhin ordentlich Kohle gemacht. Hey, dann können wir jetzt noch eine Ente kaufen. Kosten ja, glaube ich, 4000. Wollten wir nicht irgendwann das Haus ausbauen? Man kauft immer Saat und alles. Ah, Leben vom Land. Es ist Brombeerzeit. Ach so, man kann draußen an den Büschen einfach Brombeeren ernten. Stimmt. Wirklich? Ja. Also, solange die halt nicht gern. Oh doch, der kann das heute machen. Oh nein, noch nicht da. Ich packe jetzt noch ein bisschen in Müll rein. 3 Gold insgesamt. Wie viel Gold hast du? Oh, wir haben ja richtig gut Goldbarren. Veredeltes Quarz und Eisen war das, ne? Was wir brauchen. Was ist das denn? Speckstein. Nein, aber was war das denn? Ach, ich hab hier eine Gemüsesaat oder so. Auch nicht. Dann.
immer noch nach den. Da ist noch ein Feld, das normalerweise bewässert wird. Jetzt habe ich ja meinen Knüppel hier. Auch mein Schwert erstmal nicht mehr. Aber wir haben zwei Enten schon, lol. Ich habe den zweiten Ente genannt. Der erste Ente heißt es Sauer. Cross? Nee. Nee, das war das Hühnchen. Ja. Oh lol. Oh, schön, dass das Ei draufkloppen. Das ist genau das, wie man ein Ei behandelt. Oh ja, nochmal. Gut, gut, gut. So, Eier nach oben bitte. Oh, ich hab genug Eier sogar gehabt. Wir haben drei große Eier, krass. Nein, nicht essen. Ach, das sind die ganzen Eier, das ist ja auch schon keine Büsche, die Brombeeren. Hm? Das ist die Bären, die Bären. Man, jetzt hast du gerade Brombeeren gesagt, jetzt muss ich an Bären denken. Die Eier aus der Kiste auch schon ein paar. Ich komme hier nicht durch, ey. Ja, hab ich. Also pro Tag kann man fast 4 Mal, glaube ich, Eier verarbeiten. Keine Ahnung, ich hab jetzt keine krassen Studien betrieben. Auch nicht, aber ich, also du hattest ja gestern sozusagen einmal schon Eier reingepackt, ne? Ich kann da drei Qualitätssprecher. Gestern habe ich einmal Eier reingepackt, ja. Genau, dann ich glaube, ich habe kurz bevor ich dann auch zum in die Erde gehen, da habe ich da nochmal Eier reingepackt, deswegen. Bewässert er die hier, dann müsste ich theoretisch genau da, wo ich gerade den. Oh Mann. Hab ich gerade den Saat reingepackt. Na super. So, dann. Wie passt denn das denn? Dann nehmen wir das hier raus, packen wir das da rein. Und dann passt es doch schon. Noch was rüber. Erdkristall können wir mal rausnehmen. Können wir nochmal eine Maschine bauen? Maschine? Eine. Mario-Maschine, schön, ist der Name gerade nicht eingefallen. Besser wären jetzt erstmal auch die Qualitätssprengler. Na super, wir haben keinen Platz mehr in der Kiste da oben. Qualitätssprengler habe ich 3 gebaut, wie gesagt. Also, nee, wir müssen hier irgendwie ein bisschen umsortieren, das geht so nicht. Das kann raus. Auch keine Pflanze. Oder nichts Pflanzliches. Dann kann das da rein, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Der Pfirsich kann da auch rein. So, dann passt das doch schon mal. Dann können wir jetzt nochmal hier so eine Maschine bauen. So eine Mario-Maschine. Obwohl, dafür brauchen wir noch Kohle, oder? Mario-Maschine. Stein und Kupfer brauchen wir erstmal, okay. Da habe ich aber Blödsinn gesehen. Kupferbarren haben wir, Steine haben wir auch. Zurück. Das Holz. Ja. Ich pack mal das Holz und so weiter. Also Holz gerade. In die andere Kiste davor mit deiner Hütte. Mhm. Qualitätssprengler und Muscheln, weil die passen einfach gerade nicht rein. Davon brauchen wir nur einen. Und da hat man noch so eine komische Pflanze gefunden, oder? Was will ich denn hier? Nee. Ach, was mache ich denn hier? Pack mal den hier erstmal auch da rein. Können wir das später machen? Ja. Kartor verwirrter Junge hier. Also, willst du mal dein Haus ausbauen gehen oder soll ich das da machen? Na, da. Wie viel braucht die Musik weg? Keine Ahnung. Wenn ich dein Eierzähler, dein Geldverwalter. Eigentlich schon, ja. Kann man aus Enteneiern Mayo machen? Ey, die Mucke gerade, what the fuck? Vielleicht, weil ich in der Höhle immer wieder in eine neue Ebene komme oder so? Und du hast ordentlich Gold dabei. Noch nicht. Aber ich sammle gerade Gold. Ja.
Was mache ich hier? Irgendwas wollte ich machen. Verkaufen gehen, das wollte ich machen. Geerntet haben wir leider nicht. Na schau, alles vorbei. Hui. Ja, das macht ein Abigail da oben. Hi. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine linke Hand zu einem gigantischen Etwas wurde. Schuh oder sowas. Bedeutet das irgendetwas? Ja, du wirst sterben. Alter, ich habe 19 Gold gerade. Alter. Alter, Digga, krass. Na gut, später interessiert ein Gold, glaube ich, auch nicht mehr so richtig. Ja, guck mal, verkaufen, dann wahrscheinlich zu Barren machen, verkaufen. Ja, ich glaube, mal verkaufen wir hier die ganzen. Oh, so ja. Das gab gut Geld. Verwegen hier. Brombeeren ernten. Verarscht werden wir. Du bist in der Mine, meinst du, ne? Mhm. Komm mal dazu. Oh, ich habe auch so ein komisches, so eine Schattenessenz bekommen. Hier wurde irgendein krasser Baum gepflanzt. Also, ich glaube, das ist zumindest ein krasser Baum, weil der sieht doch bei uns so farbig aus. Und der ist ja auch gerade farbig, der sitzt links. Ich zeig, ich gestikuliere hier gerade mit der Hand mega rum. Das ist auch so einer. Das ist einfach ganz normaler. Wo denn? Bei uns, oder? Nee, auf dem Weg zur Mine. Ebene bist du gerade? Ah, hi. Na, das ist Gold übrigens. Das ist übersehen. Wie übersehen? Da war ich noch nicht mal. Ja, übersehen. Oh, ich wollte nicht Gold. Das ist so ein komischer Quarz. Das nächste Mal dann säen, würde ich sagen, setzen wir erstmal die restlichen Sprenkler, die ich gerade nicht setzen konnte. Achso, gut, ja. Aber das ganz langsam immer weiter upgraden. Achso, du hast es schon. Oh, direkt runter, Alter. Oh, jetzt geht's ja nur raufgehauen. Okay, nice. Da war Diamant! Oh. Oh, bei mir geht's runter. Alter, du bist aber gerade ganz schön auf dem krassen Weg nach unten, ne? Mhm. Alter, hier geht's gerade richtig. Was ist das denn? Ist das Kupfer wieder? Oh, ich hab eine coole Musik hier gehört. Ja, Kupfer. Cool. Ja, das liegt noch echt in der Front. Ich auch gerade. Kling, 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 klong. Boah, wie viel Gold hier einfach ist. Wie viel ist das hier? Einer hoch. Wir haben ein paar Blaubeeren fressen. Yep. Ey, Alter, warum ist das Gold? Hör doch nicht einfach runter. Wir haben doch runter. Aber hier ist eine Kiste. Mit einem schwarzen Schwert. Ha, sag das aus. Obsidian-Schneider habe ich bekommen. Obsidian. 30 bis 45 Schaden. Ich glaube, das kann man sich für 10.000 oder so. Oh, Alter. Beim Laden aus. Hat er gar nichts gebracht? Mal, was hier passiert ist. Problem ist, müsste mal. Kann man sich hier oben in die Mitte eigentlich eine Kiste stellen? Keine Ahnung. Sollte, oder? Kann er überall was hinbauen. Bist du noch weiter runter? Also, das Gold hat ich gerade wieder raus. Ich brauch Energie. Obsidian-Schneider. Ja, es ist eh jetzt gerade Nacht. Ich gehe einfach wieder nach Hause und kümmere mich nochmal um die Tiere. Achso, ja, kann man auch machen. Ein bisschen Holz fällen vielleicht und ähnliches. Und vielleicht finde ich ja noch eine Nuss. Und ich habe 17 Gold.
Die Marmeladenmanufaktur. Faktur ist auch wieder am Wursteln. Empfirstung ist der. Dann machen wir wieder 3 Goldbarren. Brauchen wir immer relativ lange, ne, die Goldbarren. Haben wir natürlich noch Platz, natürlich haben wir dafür keinen Platz mehr. Holz haben wir auch keinen Platz mehr für. Wir brauchen unbedingt mehr Kisten. Oder besser sortierte Kisten. Also eine Kiste mehr sollte eigentlich reichen, wenn wir die besser sortieren. Wieso? Ne, glaube ich nicht. Boah, Alter, ohne Witz, die hau ich jetzt weg. Also die linke Kiste ist einfach nur für Sachen, die man im Garten und im Wald findet. Ja, davon haben wir aber schon zu viele Sachen. Für Steinsachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, der Stall ist voll. Unten gibt's eine Kiste für Fisch und ähnliches. Was man halt beim Angeln bekommen kann. Wir haben eine Fischkiste. Ja. Oh lol. Entenmayonnaise. Es gibt also nicht nur Mayonnaise, sondern Entenmayonnaise ist mehr wert. Ja. Die ist auch mehr wert, ja. Okay. Ich kann mir irgendwie nicht lecker vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie Enteneier schmecken. Ich weiß es wirklich nicht, aber irgendwie kann ich es mir einfach nicht gut vorstellen. Nur kurz die Sense und Sense mal hier kurz durch unseren Garten. Holzbein haben wir. Sollte eigentlich reichen, aber. Oh, wir haben Ahorn. Nee, Quatsch, das ist noch ein anderer Sirup. Mach mal den Weg zu mir runter, wieder einigermaßen wenig. Oh, die Marmelade ist auch fertig, den hau ich auch nochmal schnell in den. In die Rentnerkiste. Komm, Ahorn hier auch noch. Was ist da? Weil kein Ahorn hier. Hey, damit ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Krass, wie schnell es geht. Ist ja ein Schwert. Wie stark ist das? 30 bis 45 minus 1 Geschwindigkeit, aber 10 kritische Kraft. Cross, dann brauche ich ja den Knüppel nicht mehr. Wenn dieser verwirrte Mann einfach nicht immer gegen Bäume rennen würde. So, wo bist du? Gleich im Bett. Nochmal nachgefüllt hier. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und vor allem Leben vom Land. Tschüss. Tschüss.